Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Bitte, Frau Kollegin Mühlfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Debatte ist ja unter anderem deshalb so schwer zu führen, weil wir immer die Begriffe vermischt werden. Leute wie der Kollege Schellnach kommen und sagen, das sind alles Menschen. Ja, das sind alles Menschen. Und das sind alles arme Flüchtlinge. So. Wir wissen aber, dass nur ein Teil davon diesen Status haben, dass sie wirklich Flüchtlinge vor dem Krieg sind. Der größere Teil ist der, der ein besseres Leben haben will. Ja, das, jetzt kann man es ja dem Einzelnen überhaupt nicht verdenken, dass er ein besseres Leben haben will. Ich habe ja durchaus Verständnis dafür. Es ist aber trotzdem so, dass wir nicht jeden in unser Sozialsystem einwandern lassen können, der es nur, weil er es will. Weil sonst geht es uns in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten genauso schlecht wie denen da unten, die aus diesen Ländern hierher kommen oder auswandern, damit sie ein besseres Leben haben. Also vermischen wir nicht immer echte Asylsuchende nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wo es ja da gibt es ja keinen Streit darüber, dass die Schutz brauchen. Ja? Aber nehmen wir diese Kategorie der Wirtschaftsflüchtlinge aus und behandeln sie gesondert. Und weil die Außengrenzen so bemüht worden sind, der Schutz der Außengrenzen, um eine freie Reisemöglichkeit innerhalb der EU zu ermöglichen. Also wie Ungarn das probiert hat, ist es geprügelt worden dafür. Plötzlich waren die Bug hinter der ganzen europäischen Gemeinschaft, obwohl sie versucht haben, die Schengen-Außengrenze zu schützen. Dass der Bundeskanzler, zugehörend der sozialdemokratischen Fraktion, hat den Orban sogar in die Nähe des Nationalsozialismus gestellt. Also was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt, dass die Außengrenzen geschützt werden, aber wenn es einer macht, dann war es zufälligerweise der Falsche. Also das kann es ja wohl auch nicht sein. Und da möchte ich nur daran erinnern, dass viele der Asylsuchenden, ja, die sich hier auf den Weg gemacht haben, ja überhaupt nicht in diese Länder, wo sie diese Aufteilung nach Quoten in der ganzen EU haben wollen, die wollen dort ja gar nicht hin. Ich verstehe die Polen und ich verstehe das Baltikum und ich verstehe die Tschechen schon, dass sie sagen, wir wollen hier jetzt nicht alle Muslime bei uns aufnehmen und schon gar nicht, wenn sie Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und schon gar nicht, wenn sie nur Wirtschaftsflüchtlinge sind. Ja? Aber was war denn? Ich erinnere mich ja noch an den August letzten Jahres. Da sind ja ihre sogenannten Flüchtlinge schon mit dem Tafel da gestanden, wo drauf gestanden ist, nach Germany. Die wollten nicht nach Polen, nicht nach Tschechien, nicht ins Baltikum, die wollten nach Germany oder nach Schweden und ein kleiner Teil nach Österreich. Das wollen wir doch nicht vergessen. Und jetzt kommen Sie mit Ihrem großartigen Aufteilungsschlüssel. Na, das schauen wir aber an, wie schnell der aus Polen wieder weg ist, wenn Sie den aufgeteilt haben. Wir vermissen ja jetzt schon einige, wo wir nicht wissen, wo die sind. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht gemerkt, wie viele Jugendliche untergetaucht sind. So, wo sind, ja, oh, danke, wo sind die denn alle und warum? Vielleicht, weil sie sich selbstständig machen wollten, vielleicht, weil sie sich nicht irgendwohin verfrachten lassen wollten. Also denken Sie auch darüber nach. Und zu guter Letzt wollen wir doch auch nicht vergessen, dass all jene Länder, und da höre ich von Ihnen überhaupt nichts, die ja da mitgemischt haben und nicht ganz unverantwortlich sind, dass diese Zustände da unten in Syrien, im Irak und so weiter so sind, wie sie sind. Das sind allem voran die Vereinigten Staaten von Amerika, die von der Ostpolitik aber so überhaupt keine Ahnung haben. Ja? Aber den Europäern sagen, ihr müsst euch um die Flüchtlinge kümmern. Dann haben wir Saudi-Arabien, das von internationalen Leuten, nicht von den Freiheitlichen, wo immer wieder der Verdacht geäußert wurde, dass die den IS-Staat aber sehr wohl finanzieren. Die Golfstaaten. Und wir wollen nicht vergessen, dass die Türkei natürlich die IS-Staaten finanziert, indem sie denen das Öl abgekauft hat. Das sind aber alles Dinge, die höre ich von Ihnen nicht. Die FPÖ ist laut Meinung von Kollegen Stöckmüller, er führt das alles verantwortlich, weil wir da immer den Finger auf die Wunde legen. Was macht ihr mit der FPÖ?
FPÖ. Na, na klar, also wir sind offensichtlich die Verantwortungsträger in dem Zusammenhang. Aber vielleicht einmal beschäftigen Sie sich auch mit der Rolle jener, die Sie jetzt, die das durchaus mit verursacht haben, sich jetzt zurücklehnen und sagen, wir nehmen aber keine Flüchtlinge. Saudi-Arabien hat keinen einzigen aufgenommen. Ja, Jordanien hat viel genommen, Libanon auch, stöhnt auch schon. Und dann möchte ich noch die Frage stellen, wieso man denn eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen ist, nämlich schon letzten Jahres, im Sommer letzten Jahres, die Gelder für diese Flüchtlingslager zu kürzen, was ja der blanke Wahnsinn war. Das sind alles Dinge, die werden nicht hinterfragt. Vielleicht unterhalten wir uns zur Abwechslung auch einmal darüber.